So, Hallöchen. Komm jetzt mal zu einer Sache. Ich hatte es mal angesprochen, die Videos sind aber auf nicht gelistet. Mein Transistortester ist kaputt. Das ist jetzt einer mit Lithium-Akku und USB-Ladefunktion. Und wenn ich den einmal anschalte und anmache, die Batterie hat noch 3,8 Volt, macht da 5 Volt drauf, aber er testet nichts mehr. Müsste jetzt eigentlich schon kommen, unknown or damaged part oder sowas. Keine Ahnung. Dann kommt jetzt so eine Zelle, 18 Millivolt, 0 Millivolt, 0 Millivolt. Ich habe jetzt auch schon mal zwei, vier Pins abgelötet, damit ich das Display runterkriege. Das Display selber, das ist das hier, diese zwei Pins hier dran, ne, sind nur einfach zum Festhalten vom Display. Die ganze Versorgung ist hier oben drauf. Da habe ich schon mal geguckt. Vielleicht kriegen wir es hier noch mit drauf fokussiert. Da steht das Pin 12. CS, Reset, RS, SDA, SCK, VDD und VSS und LED. Und nur die sind auch dran und die anderen vier sind nicht dran. So, da sind nämlich noch vier. 1, 2, 3, 4. Weiß ich nicht, was genau das ist. Das kann ich nicht mehr ganz entziffern. Nur noch irgendwas mit SCK, Out und In und irgendwas noch. Aber die Pins hier haben nichts zu bedeuten. So. Dann haben wir hier das ganze Dingens. Ich mach mal so dicht wie es geht. Hier sitzt ein Atmega 328P drauf. Ich habe auch schon mal gemessen. Hier oben die vier Pins, das ist Reihenfolge stimmt jetzt nicht, aber da ist Reset. Das Reset, SCK, MOSI, MISO drauf. Dann ist hier noch, stellst du scharf, da der zweite und der dritte hier von 5 Volt und 0 Volt. Soll ich mal bei eins versuchen, da er ja nicht hinhaut. Ich habe ja den ISP-Stick. Ich wollte ja nur den Zoom rausnehmen und nicht Kamera ausmachen. Ich habe ja hier den ISP-Stick und versucht den mal auszulesen. Ich habe mir schon nach ein bisschen langem Suchen die Software rausgesucht, die hier drauf ist und versucht mal eine neue drauf zu spielen. Allerdings weiß ich nicht, was für ein Display das hier ist. Welcher Controller? Das steht hier leider nicht wirklich drauf, was für ein Controller das ist. Es gibt wohl zwei oder drei verschiedene und dann noch mit vier Zahlen 16 Zeichen oder zwei Zahlen 16 Zeichen Display. Und irgendwie noch irgendwie OLED auch noch und hast du nicht gesehen. Ich versuche mal die, wo ich denke, dass es das ist. Das sind drei Firmware, die ich da ausprobieren kann. Ich lese mal aus, ich spiele eine neue drauf und dann schauen wir mal. Wenn das nicht hinhaut, weil ich wollte einen Kondensator testen. Ich habe ihn entladen, das weiß ich hundertprozentig. Nicht, dass ich mir hier doch irgendwie den analogen Eingang gegrillt habe. Dann würde ich mal was versuchen, wenn das nicht hinhaut. Ich habe hier die Arduino, ja, Nano, Mega, Mini, wie auch immer die Dinger jetzt heißen. Hier diese, ja, Nano, Mini oder wie auch immer. Warum stellst du jetzt nicht scharf? Hallo. Jetzt. Da sitzt auch ein 328P drauf. Ich habe da noch drei oder vier Stück von den Dingern noch liegen. Löte ich einen hiervon ab, löte ich da drauf und programmiere nochmal. Vielleicht geht's. Also wenn ich jetzt hiervon einen kaputt mache, mein Gott, das Ding kostet 3 Euro oder 2 Euro, weil das kostet. Wenn ich mir jetzt so ein IC extra bestelle mit Versand oder was aus China, bin ich auch bei 2, 3 Euro und muss noch 4, 5 Wochen warten. Wenn ich die Dinger schon da habe, dann kann ich auch gleich machen. Ob ich nur einen kaputt mache oder nicht, ist egal. Ist zwar nicht hübsch, aber mein Gott, ich habe noch genug davon. Ich habe noch einen auf dem Brettboard, ich habe noch irgendwo einen hier rumfliegen, der ist auch aufgebaut. Dann mache ich mir jetzt keine Platte, das versuche ich dann. Aber erstmal versuche ich das Ding auszulesen. Muss
nochmal Mosimi, so hast du nicht gesehen, genau raussuchen, wo das ist. Schreibe ich mir dann mal auf. Ich sage ich euch dann. Wer so einen Tester hat, der kann dann sich das ja dann angucken, wo hier welcher Pin was ist. Und dann gucken wir mal, ob er wieder zum Leben erwacht. Nicht, dass sich nur das Programm da drin irgendwie verabschiedet hat. Ja, den Aufwand könnte ich mir sparen, ich kann mir einen neuen kaufen. Den Aufwand mache ich nur, weil ich schon einen neuen bestellt habe, der kommt morgen an. Nur der andere, der jetzt kommt, der ist für eine 9 Volt Batterie, macht auch 5 Volt da draus. Dann könnte ich eigentlich theoretisch auch das nehmen. Aber ich möchte gerne eben mit Lithium-Akku und Ladeanschluss, weil immer 9 Volt Batterien ranhängen, ist auch doof. Jetzt glaube ich, haben wir den Ton von der Kamera, weil ich mich gerade sehe, Karte voll, Play drücken. Und mein Tastcam, jetzt ist mein Tastcam abgeschmiert. Okay, ist egal. Nur als Info, ich mache das jetzt mal soweit fertig und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, jetzt ist eine ganz lange Zeit ins Land gegangen. Ich habe hier die ganze Zeit versucht, das irgendwie zu programmieren. Mit der Software. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Softwaren dafür. Allerdings, klappt das nicht. Jetzt habe ich da eins drauf oder auch keins drauf. Ich weiß nicht. Mit einem Programmieren hat er wohl irgendwie einen Fehler gehabt und jetzt kriege ich den nicht mehr programmiert. Ich kriege keine Fuses oder wie die Dinger heißen, geschrieben oder gelöscht oder ausgelesen. Ich kriege nichts mehr programmiert, gar nichts. Ich werde jetzt einfach nur aus Spaß an der Freude mal versuchen, den darauf zu löten und dann noch mal weiter zu programmieren. Das war sowieso so ein Problem hier mit dem Dings hier. Muss ich noch mal schnell anmerken. Geh mal zu. Ich habe den hier, My Smart USB Lite. Unter Windows kann ich mit dem Ding das EEPROM nicht schreiben. Anscheinend ist hier, so wie ich das jetzt rausgekriegt habe, das mit dem STK500V2 Modus irgendwie nicht kompatibel, oder ich kriege da die Software nicht für, keine Ahnung. Ich habe aber noch den USB ASP. Mit dem kann ich unter Windows aber nichts anfangen. Habe ich das unter Linux gemacht. Und da geht das direkt im Terminal mit AVR. Dude oder wie das da heißt, heißen das da? Ja, AVR Dude oder Dude. Direkt die Kommandos da rein, dann geht das, dann kriege ich das rein programmiert. Und da hat er irgendwie ein Problem gehabt, weil ich die Kabel hier lose habe und irgendwie mittendrin auf einmal Fehler kam. So, ich werde das jetzt probieren. Ich habe mir schon meine Heißluft liegen. Und mal gucken, ob ihr dabei zuschauen könnt, wie ich das mache. Achso, hier nochmal für die, die es interessiert, bei dem, das ist jetzt hier genau diese Muster, ist außen Reset, SCK, MISO, MOSI, den nicht benutzen, Grauen und VCC. Und dann kann man damit programmieren. Gut, also ihr schaut mir jetzt hier zu und dann sehen wir uns oder wir hören uns dann nachher gleich wieder, wenn ich soweit bin. Also bis gleich. Thank you.
Egal, so. Jetzt sind wir wieder da. Nun finde ich gerade meine Lupe nicht. Muss ich dann mal kurz hier zwischengreifen. Mal die versuchen, ob die funktioniert. Sieht aber gut aus. So. Mach mal an. Gut, tut nichts. Das ist klar, der ist auch unprogrammiert. Oder nur der Dings. Jetzt geht das Ganze weiter. Da kriege ich das ja noch ein bisschen dichter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Das ist so ungefähr das Maximum. Da jetzt ist er gelötet. Und jetzt probiere ich das weiter mit dem Programmieren. Mal gucken, ob wir da zu einem Ergebnis kommen. Gut, dann sehen wir uns dann wieder, wenn ich denn soweit bin, wenn ich jetzt alles an Software durch habe und ich kriege da nicht einen einzigen hin, dann werde ich den wieder zurücklöten und dann habe ich ja immer noch den Dings Arduino. Gut, dann bis nachher. So, da bin ich dann wieder. Jetzt habe ich noch mal einiges ausprobiert. Ich habe, glaube ich, vorher es falsch interpretiert, weil wenn ich es jetzt anmache, Testing, und jetzt kommt das, vorhin stand ungenauen or damaged part. Ich glaube, ich muss das erstmal sauber machen, weil hier ist ein bisschen viel Flussmittel hier unten rum. Und einmal justieren oder wie das war, wie das hieß. Kalibrieren. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier noch hin. Ich hoffe, es geht so. Irgendwas scheint hier nicht hinzuhauen. Das hatte ich vorhin auch schon. Habe ich die Klammern hier drauf gemacht? Und schon ließ er sich nicht mehr starten. Nach dem Neuprogrammieren ging es dann wieder. Naja gut. Aber ihr habt gesehen, er hat funktioniert. Ich weiß nicht, also es ist nicht die Software, die drauf war vorher. Also das Original konnte ich auch nicht auslesen. Da hat er mir nur leere Datei erstellt. Warum auch immer er jetzt hier, wenn ich jetzt hier an die Proben oder hier an die Dings gehe, wo er dann messen soll, so abdreht, weiß ich nicht. Aber ich gucke mir das nochmal genauer an, die Teile, mache das Ding nochmal komplett sauber und dann wird das Ding auch wieder wahrscheinlich funktionieren. Ich weiß es nicht. Aber morgen kommt mein neuer. Das ist ja, nicht die alte Version, aber die andere Version, wo hier mit diesem IC-Sockel mit Hebel und einem großen gelben Knopf, die hatte ich schon mal gehabt, die Version, die war auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wer mit denen hier zukommen lassen hat, oder habe ich den selber gekauft, ich weiß das jetzt gar nicht. Der ist aber ja hier mit Lithium-Akku, was ich besser finde. Mal gucken. Mal schauen. Aber er funktioniert soweit. Das IC lasse ich da so drauf. Das andere geht ja jetzt sowieso nicht mehr. Vielleicht kriege ich den ja doch noch wieder hin. Dann habe ich zwei. Es ist ja nicht so schlimm. Hier steht M8G Version 2.11. Welche Version habe ich hier stehen?
Es ist zumindest der ST7565 Controller, das Ding hier. Das habe ich von GitHub über die Mikrocontrollern.net Seite. Achso, und da ist er. Magnetfall und eine chinesische YM8 LGT ST Version. Controller Lithium Akku. Ich probiere nochmal die zwei Dinge aus. Ich verlinke nochmal, wenn ich dran denke, die ganzen Links unten drunter. Falls da einer Interesse hat. Wie gesagt, nur nochmal so zur Erinnerung. Der hier ist Reset, daneben ist SCK, Miso, MOSI, ein Freilassen, Ground, VCC. Dann ist die ISP-Schnittstelle soweit frei. Ich glaube, es gibt noch eine andere Version, die sieht ähnlich aus wie die hier, nur hat die hier unten andere Anschlüsse, wie auch immer. Ich probiere es gleich nochmal aus und ja, dann danke fürs Zugucken. Also ich kriege das Ding schon wieder irgendwie zum Laufen. Also bis denn, tschüssi.